Der Seitenspiegel. Richtige Kenner wissen schon Bescheid, muss ich jetzt da gar nichts mehr erzählen. Und hier Mercedes SL500. Wie ihr das schon sehen könnt, ich sitze im Mercedes Sprinter Langversion. Der ist voll bis zum Dach. Wir gehen zu einem bestimmten Ort. Und was sich da befindet, was es da alles gibt und was da alles in Zukunft gemacht wird, seht ihr dann, wenn wir da sind. Es ist Montag, es ist heiß, es ist warm, die Leute ticken nicht mehr richtig, die sind alle ein bisschen durch den Wind und ich muss mich jetzt auf die Straße fokussieren, weil vorhin war wieder eine Vollbremsung mitten auf der Autobahn. Jetzt sind wir momentan in der Baustelle und dass ich jetzt nicht zu viel sabbel und dass ich mich auf die Straße konzentrieren kann, sehen wir uns gleich, wenn wir da sind. Hallo und herzlich willkommen. Servus, moin moin, wie auch immer. Endlich hat das Warten ein Ende. Wie ihr das sehen könnt, befinden wir uns hier in unserer neuen Garage, in unserer neuen Schrauberwerkstatt. Noch ist hier keine Hebebühne, aber genau wo ich hier stehe, wird in der Zukunft eine Hebebühne auch vorhanden sein. In diesem Video geht es darum, dass ich euch ein bisschen hier was zeige, wo die Zukunft von diesem Kanal weiterläuft, weitergeht, wo endlich Videos regelmäßig rauskommen und wo die ganzen Projekte stehen können und wo wir halt endlich unsere Ruhe haben und einfach machen können. Warum Videos unregelmäßig gekommen sind, warum das alles so abgelaufen ist, wie es war. Es war einfach so, ich habe vieles versucht, gesucht ohne Ende und ach, ich hatte so einen Kopf und ich bin einfach froh, dass wir jetzt das hier haben, wo wir ein bisschen unseren Spaß und den Wahnsinn freien Lauf lassen können. Also gleich am Anfang, ich sag, das war eine ehemalige Scheune, steht jetzt schon ein bisschen länger so, wie soll ich sagen, verlassen. Und dann haben wir einfach das angeschaut, mit dem Besitzer, mit dem Mieter alles abgesprochen. Das wird noch halt ein bisschen was gemacht an dem Eingang, hier Ausgang und so, aber im Großen und Ganzen bleibt das so. Für uns reicht es und legen wir gleich los. Hier haben wir auf der hinteren Seite den Ausgang. Hier, wie ihr sehen könnt, kann man auch ein bisschen sitzen, chillen, grillen. Ist eigentlich genug Platz hier. Kann man auch Autos abstellen. Da habe ich schon gesagt, ist Eingang, hier ist Ausgang. Also die Türen werden noch ein bisschen gemacht. Okay, jetzt, ihr habt das schon gesehen, hier das Auto, da stehen noch zwei Autos. Aber dazu kommen wir gleich. Es wird in den nächsten Videos über die Autos ein bisschen gesprochen und Videos gemacht, wo sowieso, das sind die zukünftigen Projekte auch auf diesem Kanal, nur zur Info. Also, wenn wir jetzt schon hier sind, das ist dieser große Raum. Hier habe ich gesagt, wird eine Hebebühne reingepflanzt. Hier, wenn man den SL so ein bisschen auf die Seite stellt und den, ja, ich sag mal jetzt so, E36, noch ein bisschen auf die Seite, können hier noch zwei Autos stehen. Hier eine Hebebühne, da eine Werkbank, kann man aber auch was machen. Und da vorne kann ja auch ein Auto stehen. Was es hier, diesen Hauptraum, wegen Verteilung und so angeht, haben wir uns jetzt das so vorgestellt. Da oben ist auch so Betonboden. Da kann man vielleicht so Abteilungen machen mit Zimmer, mit Aufenthaltsraum oder so Sofa reinschmeißen, ein Studio ranmachen, mit Computer, was weiß ich, Strom, Wasser ist vorhanden, Starkstrom, alles was man braucht für das Schrauberherz ist da. Wenn du mir jetzt folgst, keine Angst, ist schon stabil. So, oben angekommen. Zweiter Stock, dritter Stock ist nicht so interessant, aber hier, sage ich mal, auf dem ersten Stock kann man schon was mit diesen USB-Platten, Rigips-Platten, sowas bisschen was machen. Na klar, muss man das ein bisschen noch sauber machen. Ich hoffe, euch gefällt es euch wie mir, wie uns.
bin gespannt, wirklich, bin aufgeregt wegen den ganzen Sachen, die wo ich jetzt im Kopf habe und die wo in Zukunft auf diesem Kanal zu sehen werden sein. Zwecks jetzt dem Auto, dem dahin, dem oder die Autos, wo ich schon gesehen habe. Ich erwähne bloß, um was es hier geht, damit die mich jetzt nicht fragt, immer, was ist das, war, wieso hast du nicht gesagt, was da drunter steckt. Porsche Cayenne, 4,5 Liter V8. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber brauchen wir als Zugfahrzeug. Und der ist eigentlich stabil. Zudem kommen wir auch in einem anderen Video hier. E36, ich sag mal so, Schalter, Cabrio, ein bisschen zerlegt, ja, sieht man schon, das steht ja auch ein bisschen länger hier, aber Kenner wissen Bescheid, hier, füll mal den Rückspiegel, den Seitenspiegel, richtige Kenner wissen schon Bescheid, muss ich jetzt da gar nichts mehr erzählen. Und hier Mercedes SL500, kommt auch alles in den nächsten Videos, seid gespannt, seid da, lasst an dieser Stelle gerne ein Like da, ein Abo da, Glocke aktivieren, ist alles kostenlos und seid gespannt auf die ganzen neuen Videos und auf die neuen Projekte und die alten Projekte, weil wir können jetzt endlich loslegen, wir haben jetzt endlich was gefunden, wo wir starten können und wo wir jetzt nicht uns immer den Kopf kaputt machen müssen. Also zeige ich euch jetzt weiter den zweiten Raum hier. Hier wurde jetzt nicht vieles gemacht. Haben wir jetzt auch nicht im Plan. Das sind so Sachen, die wir ja brauchen, so Schränke, bla bla bla. Küche haben wir auch da, Sofa und Tisch und was weiß ich, mein Werkzeug, ganze Pflegemittel und so alles. Hier seht ihr schon, steht der CLS. Dieser Raum ist jetzt momentan nicht so wichtig, ist auch groß. CLS kann noch ein bisschen nach vorne, hier kann auch noch so ein Golf oder Kompakt hier rein. Hinten, wo das Licht zu sehen ist, da in dieser Ecke, gibt es noch eine Garage, gibt es außen noch einen Eingang und die Garage kann man auch schon schließen, ist alles picobello sauber, kann man auch irgend so BMW 3er, so keine Ahnung, E39, ob der reinpasst oder so, aber sowas Kleineres passt schon rein und ist alles sauber, kann man schön in Ruhe da lassen. Wenn wir jetzt hier reingehen, hier haben wir uns vorgestellt, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so einen Abstellraum für Teile, für was weiß ich, verschiedene Sachen, die wo halt da im Weg stehen und uns stören, können wir einfach hier abstellen. Hotel haben wir hier auch, da gibt es 1, 2, 3, 4 Zimmer, Appartement, können wir auch mieten, Übernachtung, ne, erste Zimmer mit Steinbett. Hier hat der letzte Mieter ein bisschen kaputt gemacht, haben wir alles raus, wird noch alles gemacht. Hier genauso, hier gibt es sogar ein Fenster, wo ihr rausschauen könnt. Ja, ne, Spaß beiseite. Starkstrom haben wir auch, ich weiß nicht, ob ihr das wendet, hier haben wir auch Wasser. Das wird interessant, das hier. Glaube ich, gefällt jedem, der wo hier zufällig auf diesem Kanal ist. Wenn er das sieht, dann geht das Herz auf. Okay, hier angekommen draußen, filmst du diese Fläche. Das hat man auch von dem Ausgang gesehen. Hier werden wir auch nichts hinstellen, also ein bisschen pflegen müssen wir das schon. Und dann haben wir uns vorgestellt, hier einen Tisch und ein paar Stühle hinzustellen, wo wir auch mal ein bisschen so grillen können, entspannen. Nach der ganzen Arbeit. Das da ist auch jetzt nicht interessant. Aha, hier stehen so schon zwei Stück Reifen plus Felgen. Ich zeige das jetzt noch nicht, aber die werden vielleicht im nächsten, übernächsten oder einem der nächsten zwei, drei Videos zu sehen sein. CLS bekommt jetzt endlich seine Sommerbereifung. Die stehen ja eigentlich schon eine ganze Zeit, aber ich hatte wirklich keine Zeit von diesem ganzen Stress, von meiner Arbeit und von alles, von dieser ganzen Suche und mein Kopf war so groß, dass Nerven komplett am Ende. Die zwei anderen muss ich noch herholen und dann schmeißen wir die auch drauf und dann wird der CLS auch durchrepariert, zwecks im letzten Video vom CLS dieses Spiel vom Radlager vorne rechts hinten am Auspuff. Diese Halterung und vorne dieser Ladeluftschlauch, wo ein bisschen
Nee, war das Lagerwürstel? Egal. In dem letzten Video vom CLS habt ihr das gesehen, worum es geht. Das haben wir auch alles gezeigt. Und im Großen und Ganzen war das schon, das alles von hier. Ich freue mich wirklich mega über die ganzen Videos und ganzen Projekte, die ihr auf dem Kanal in der Zukunft sehen könnt. Seid gespannt, es wird wirklich regelmäßige Videos rauskommen. Es werden hier verschiedene Autos immer sein. Ich werde auch jetzt nicht ständig zum Beispiel ein Auto filmen und dann 20, 30 Videos machen. Wir tun das immer so ein bisschen abwechselnd, damit es auch für jeden was da gibt, zum Beispiel für Mercedes-Fans den alten SL, für BMW, für Porsche-Fans und so alles. Hier, wenn du mal hier das schöne Auto filmst, der schaut so traurig aus. Aber wenn ihr das seht, das ist noch so ein Hinweis, was wir hier haben. Kenner wissen schon Bescheid, was das für ein Auto ist, alleine an dem Spiegel. Sage ich mal nur so, G-Power, rotes Gutachten, klingt geil. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, SL V8 500er, so viel dazu. Das wird auch in den Videos zu sehen sein. Und hier habe ich schon erwähnt, unser... Esel, Margaret. 4,5 Liter V8. Hier. Läuft. Soweit so gut. Motorkontrollleuchte ist an. Es wäre ja sonst nicht hier und auf diesem Kanal, wenn da alles perfekt ist. Wenn ich schon das gezeigt habe, zeige ich auch jetzt hier den SL. Und dann haben wir. Wo ist das Ding hier irgendwo? Ja. Luftfilterkasten ist schon weg. Hier hat schon jemand was rumgefummelt oder so, ein bisschen was abgebrochen, wie ich das jetzt sehe. Ja, Kabelsalat ohne Ende. Der Wagen steht jetzt schon ein bisschen länger, aber ist ein 500er V8 und den müssen wir auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren fertig machen, wie ihr unschwer erkennen könnt. US-Fahrzeug, kein Rost, kam aus Kalifornien. Wenn ich schon jetzt, aber jetzt ist auch wirklich Feierabend, dann beenden wir das Video. Wenn ich schon jetzt den Porsche gezeigt habe, ein bisschen den SL von der Motorisierung, zeige ich jetzt auch mal, was hier in Frage ist. So, bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, bam! Damen und Herren, bitteschön, ein E36 M3 Cabrio Schaltgetriebe, 3 Liter, 286 PS, wenn ich mich nicht täusche. Also ich habe jetzt wirklich genug gezeigt. Seid gespannt auf diese drei Autos hier. Beim CLS E39, 124er kommt jetzt noch nicht, der steht ja bei mir in Bosnien. Was haben wir noch da? Mustang kommt noch, ich weiß nicht wie viele Videos, aber ein bisschen was kommt noch, dann ist er auch komplett fertig. Und er hat mir direkt, auch neben dem ganzen Stress mit der Suche, mit dem ganzen Immobilienkram, hat mir wirklich die ganzen letzte Kraft und Nerven und alles geraubt. Ich bin froh, dass ich fertig bin. Dann können wir uns hier dem ganzen Autos widmen und Projekten, den E39, der steht ja auch traurig da in der Garage, wartet auf seine besseren Zeiten. Ja, wir machen uns jetzt auf die Arbeit, dass hier ein bisschen so, keine Ahnung, die Einrichtung. Wie gesagt, ich würde mich freuen über ein Abo, Like, Glocke aktivieren und seid gespannt. Ich bin mega gespannt, ich platz vor Freude, man sieht es nicht bei mir. Aber ich bin drin, ich weiß jetzt nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Leute, Peace wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.